Okay, guten Morgen, fangen wir an. Kurz nochmal Kontext zur Wiederholung. Wo sind wir? Wir sind bei der automatischen Anfrageoptimierung. Das heißt, wir haben ein SQL-Statement und überlegen uns, wie wir von diesem SQL-Statement zu ausführbarem Code kommen. Ne? SQL kann man nicht ausführen. Und ich habe Ihnen erzählt, da gibt es verschiedene Optimierungsschritte. Da haben wir angefangen, die anzugucken. Insbesondere haben wir die heuristische Optimierung oder Rule-Based Optimization, regelbasierte Optimierung angeguckt. Aber bevor man das macht, muss man erstmal, das ist jetzt alles noch Wiederholung, ne? Kanonische Übersetzung machen. Das heißt, mein SQL-Statement, was hier auf der linken Seite ist, das kann ich einfach umsetzen in so einen relationalen Algebra-Ausdruck, indem ich unten alles mit Kreuzprodukten verbinde. Danach kommt die Selektion, also alles, was im Where steht. Danach kommt dann die Gruppierung, dann kommt Having, dann kommt die Projektion. Haben wir letztes Mal schon gemacht. Das ist eine ganz einfache 1:1-Umsetzung. Genau, das zeige ich nicht alles. Nochmal die wichtigsten Sachen, logische, physische Operatoren, die Unterscheidung habe ich nochmal eingeführt. Also logisch ist wirklich nur der griechische Buchstabe oder dieses komische Symbol hier für Join oder hier dieses Sigma, griechische Buchstabe für das Filtern, für die Selektion. Genau, die werden umgesetzt, dann haben wir verschiedene Optionen, die umzusetzen. Ja, also verschiedene algorithmische Konzepte, um das zu implementieren, verschiedene Join-Algorithmen, um diesen logischen Join zu implementieren, physische Join-Algorithmen. Genauso bei der Selektion. Ja, also ich lese diese Relation, ich nehme alle Tupel aus R und filtere die dann mit einer Selektion. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das umzusetzen. Da werden wir nachher nochmal hingucken, was es da alles für Möglichkeiten gibt im Detail. Dann nochmal haben wir diese Grundbegriffe eingeführt, also ein Plan. Das ist halt ein Ausdruck aus logischen Operatoren oder physischen Operatoren oder eine Mischung, der beschreibt, wie das Ergebnis einer Anfrage berechnet werden soll. Und dann haben wir uns ein bisschen auseinandergesetzt mit der Qualität eines Plans. Das wird heute eine große Rolle spielen, dieser Punkt. Was ist die Qualität eines Plans? Das bewerte ich mit sogenannten Kostenfunktionen, Kostenmodelle. Da gebe ich einen Plan rein und das Kostenmodell sagt mir 42, ja, oder sagt mir 10.000. Und je kleiner der Wert ist, der da rauskommt aus der Kostenfunktion, je besser. Um Kostenfunktionen bauen zu können, muss ich erstmal Begriffe verstehen wie Selektivität. Selektivität gibt es in zwei Geschmacksrichtungen in der Datenbankwelt. Einmal für unäre Operatoren, also die Selektivität eines Filters zum Beispiel. Das ist das hier, was wir hier gesehen haben. Also Sie haben hier das ist dieser Ausdruck immer. Sie haben im Nenner die Anzahl der Tupel in der Eingaberelation. Das nennen wir Kardinalität. Diese Striche, die hier stehen, die sagen immer Kardinalität. Ja, wie viele Tupel sind da unten drin? Und das stelle ich mit der Anzahl der Tupel in der Ausgaberelation gegenüber. Das kann natürlich nur weniger werden, nicht mehr bei einem unären Operator. Das heißt, das ist kleiner gleich 1. Und das sagt mir, wie groß ist die Selektivität. Dumme Sache im Sprachgebrauch ist, hohe Selektivität heißt, dieser Wert ist klein. Hohe Selektivität, genau kontraintuitiv zu dem, was man erwartet. Hohe Selektivität, viele Tupel fallen weg. Hier kommt ein ganz kleiner Wert raus, 0,001. Geringe Selektivität, wenige Tupel fallen weg. Hier kommt ein großer Wert raus. Da muss man ein bisschen aufpassen, im Zweifel nachfragen, ja, was ist denn jetzt gemeint? Genau, das waren die Grundbegriffe. Dann Kostenmodelle. Gibt es verschiedene, hatte ich kurz schon eben erwähnt, es gibt typischerweise ein Kostenmodell, mit dem wir uns gleich beschäftigen werden, ist die Anzahl der Zwischenergebnisse. Also ich gebe einen Plan in meine Funktion und ich kriege hier raus die Summe über die Kardinalitäten der Ausgaberelationen aller Operatoren. Das heißt, ich zähle auf, wie groß sind die Zwischenergebnisse, die in diesem Plan entstehen. Das ist ein valides Kostenmodell, es gibt noch viel mehr. So, und dann waren wir bei der heuristischen Optimierung. Das ist dieser zweite Schritt. Die Idee ist, also ich habe jetzt diesen annotierten relationalen Algebra-Plan, ja, durch die kanonische Übersetzung erhalten. Und jetzt werfe ich da Regeln drauf. Ja, Regeln, die diesen Plan verbessern. Wo ich glaube, dass diese Regeln immer zu einem besseren Plan führen. Und das haben wir letztes Mal angeguckt, auch im Notebook. Und wichtig ist natürlich, so eine Regel darf niemals das Ergebnis des Plans irgendwie verändern, sonst wäre das ganze Quatsch, was wir machen. Wir wollen also nur Regeln benutzen, die dafür sorgen, dass das Ergebnis gleich ist. Ja, da darf nicht ein anderes Ergebnis rauskommen, dann wäre das ja ein Fehler. So, dann gibt es diesen großartig komplexen Algorithmus, der macht das hier. Also der guckt einfach, solange eine Regel matcht aus dem Plan, ja, dann
Modifiziere den Plan, ja, dann erzeuge einen neuen Plan, transformiere den Plan, schreibe ihn um mit Hilfe dieser Regel. Und das geht, weil wir, diese Regel hat immer zwei Teile, die hat diesen Match-Teil, die guckt halt, finde ich da ein Muster auf diesem Plan, ja, was ich kenne? Und falls das der Fall ist, das ist ein Prädikat, nur falls das true ist, dann wird auch dieser Plan wirklich verändert durch diese Modify-Operation. Das ist das, was wir hier vorne sehen. Also soll, solange irgendeine Regel R aus R auf P matcht, das ist dieser Match-Teil, dann wird dieses Modify für diese Regel gerufen und ein neuer Plan erzeugt. Und mit diesem transformierten Plan wird in der Iteration weitergemacht. Das ist der ganze Algorithmus. Und wir hatten dann verschiedene Transformationsregeln angeguckt, nochmal zur Leseweise. Leseweise heißt immer, alles, was oben steht hier, das muss gelten als Bedingung. Wenn das gilt, dann kann ich das machen. Also im Grunde heißt das, was oben steht, ist der Match-Teil. Hier oben steht das Match an dieser Stelle und hier unten steht das Modify. So liest man diese Regeln. Das war die Regel, die wichtigste Regel überhaupt, Predicate Pushdown. Das heißt, wenn ich ein Prädikat habe, hier, das sich mit seinen Attributen in dem Prädikat nur auf eine Relation bezieht, dann kann ich dieses Prädikat an der binären Operation vorbeidrücken. Das ist ein Predicate Pushdown, das sehen wir hier. Also die Attribute von P sind komplett enthalten in R2, dann heißt das, ich schiebe das hier durch und zack, die Selektion wird dann nur auf R2 ausgeführt und nicht auf R1. Genau. So, das ist eine ganz wichtige Regel, die hatten wir. So, dann machen wir hier mal Fast Forward. Mit Projektionen kann man das machen, die ausführlich erklärt. Kann man auch durch Joins transformieren. Und dann ist das hier natürlich eine ganz wichtige Regel, die Sie auch in der Übung, glaube ich, benutzt haben, dass wir Kreuzprodukte versuchen loszuwerden. Kreuzprodukte, quadratische Komplexität, böse, wollen wir nicht haben, ersetzen durch ein Join. Join hat typischerweise lineare Laufzeit oder n log n. Das heißt, wir transformieren so ein Kreuzprodukt durch einen Join, also ein Kreuzprodukt gefolgt durch eine Selektion, durch einen Join. Ja, hier, das wollen wir haben. Und das geht dann, wenn wir erkennen, dieses P ist ein Join-Prädikat. Wann ist es ein Join-Prädikat? Wenn es Attribute referenziert aus beiden Relationen. R.a gleich, nee, hier haben wir R1, R1.a gleich R2.b wäre ein Join-Prädikat. Dann ist diese Transformation möglich und dann habe ich hoffentlich hinterher auch einen effizienteren Plan. Da waren wir stehen geblieben. Es gibt dann jetzt der Vollständigkeit halber noch ein paar triviale Transformationsregeln, die hier können Sie hier nachlesen, also Kommutativgesetz, Assoziativgesetz für diese binären Operatoren, Join, Vereinigung, Schnitt und Kreuzprodukt, das braucht man manchmal. Also man kann die immer tauschen, insbesondere die Joins. Selektivität hatten wir letztes Mal auch schon. Es ist egal, in welcher Reihenfolge ich Selektionsprädikate, also Selektionen ausführe, ob sie jetzt erst auf Q filtern und dann auf P oder erst auf P und dann auf Q, das ist völlig egal. Ja, wir werden natürlich immer versuchen, zuerst zu filtern auf den selektiven, auf den hochselektiven Prädikaten, sodass wir möglichst viel rausschmeißen an Tupeln, möglichst früh. Aber prinzipiell kann man die vertauschen. Das macht das Ergebnis keinen Unterschied. Genau, Notebook hatten wir angeguckt, dann waren wir da irgendwo stehen geblieben. Genau, was machen wir heute, ist die sogenannte kostenbasierte Optimierung. Das ist jetzt eine andere Art der Optimierung. Ich zeige Ihnen nochmal, um so ein bisschen zu zeigen, wo wir eigentlich sind. Diese Grafik zeigt das nämlich ziemlich gut. Nö. Warte mal. What happened? Ach so, hier. So. Komme ich jetzt im Präsentationsmodus? Da oben. Da ist Präsentationsmodus. Genau, das ist der Unterschied zu dem, was wir letzte Woche gemacht haben. Letzte Woche waren wir nämlich links. Wir haben gesagt, okay, wir haben so einen Plan, unsere kanonische Übersetzung. Und da wenden wir jetzt iterativ Regeln drauf an. Und wir gucken nicht, ob die Regel wirklich einen besseren Plan erzeugt, sondern wir wenden die Regel einfach an, egal was kommt. Ja, wir glauben fest an die Regel, ohne sie zu überprüfen. Die Regel funktioniert, wir wenden die an. Wir wissen, Kreuzprodukte raus ist gut, Predicate Pushdown, Projection Pushdown, alles gut. Ja, wir wenden das drauf an. Und irgendwann sagt dieser Algorithmus, nö, keine dieser Regeln zieht mehr, keine dieser Regeln matcht, ist vorbei. Ja, ich kann nichts mehr optimieren. Dann komme ich hier mit so einem Zwischenergebnis raus, nehmen wir mal Plan P42. Und dann kommt die zweite Phase der Optimierung, das ist eine sogenannte kostenbasierte Optimierung. Und die funktioniert ein bisschen anders. In dieser Phase ist aber die Grundidee, dass ich mir Planvarianten angucke, aufzähle durch verschiedene Algorithmen
Und die Pläne, die rauskommen, bewerte ich mit Hilfe von Kostenfunktionen. Also aus P42 entsteht jetzt vielleicht P42a bis P42d. Um jetzt aber herauszufinden, welcher dieser Pläne der beste ist, meinetwegen der beste im Sinne von Laufzeit, bewerte ich diese Planalternativen. Nicht, indem ich sie ausführe, nein, in keinem Fall, wir wollen hinterher nur einen Plan ausführen, aber diese Alternativen, die wir haben, die wollen wir bewerten. So, wenn Sie zum Supermarkt gehen, gehe ich zum Netto, gehe ich zum Lidl, gehe ich zum Real, können Sie bewerten, was die beste Option ist. Sie können die Preise der Lebensmittel berücksichtigen, Sie können die Wegstrecke berücksichtigen. Ja, da muss ich 5 Kilometer laufen zum Lidl, 10 Kilometer zum Real, dann laufe ich doch nur die 5 Kilometer. Das ist auch eine Kostenfunktion, die Sie an der Stelle verwenden. Genau. Also wichtig zu verstehen ist wirklich, in beiden Komponenten werden Pläne mit Regeln erstellt. Ja? In beiden. Hier haben wir auch Regeln gehabt bei der iterativen Anwendung dieser Regeln. Da hinten bisschen leiser. Danke. Der Unterschied ist nur, dass wir jetzt eine Kostenfunktion draufwerfen. Ne? Und das gucken wir heute an, weil das ist doch gar nicht so einfach, wie man das denkt. Es gibt verschiedene Dimensionen kostenbasierter Optimierung, wo man sich Gedanken machen kann. Die ziehen entweder auf logischer oder auf physischer Ebene. Auf logischer Ebene, also das heißt, wir müssen uns keine physischen Join-Operatoren angucken, wir argumentieren nur auf logischer, kann man sich zunächst über die Join-Reihenfolge Gedanken machen. Ne? Also welche Join-Reihenfolge hat geringere Laufzeit? Ja, da gilt, dass ich S von T gejoint, also ich join zuerst S von T und damit R. Das kann ich aber alternativ joinen auch R mit S und dann mit T. Was nehme ich denn zuerst? Ja, rein logisch kommt da das Gleiche bei raus, aber wenn ich jetzt Kostenfunktionen da drauf werfe, könnte was anderes rauskommen. Da könnte rauskommen, dass eine dieser beiden Varianten besser ist, aus welchen Gründen auch immer. Ich muss also eine Entscheidung treffen und je mehr Relationen ich habe, desto mehr explodiert dieser Suchraum von Möglichkeiten. Dann gibt es Entscheidungen auf der physischen Ebene. Welchen physischen Operator soll ich nutzen? Also wie implementiere ich denn meinen Join? Ist er hash-basiert? Ist er sortierbasiert? Das haben wir noch nicht gehabt, das kommt mehr in der Stammvorlesung. Aber nur mal als Message für Sie, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, Joins zu implementieren und die unterscheiden sich in ihrer Laufzeit teilweise erheblich. Da muss ich eine Entscheidung treffen, automatisch muss das der Anfrageoptimierer machen. Dann Indexe benutzen. Ich werde das gleich nochmal ein bisschen genauer einführen, was ein Index ist. Für den Moment, das ist einfach eine Datenstruktur. Binärer Suchbaum, Hash-Tabelle, irgendwas, was es Ihnen erlaubt, nicht die ganze Relation zu durchsuchen, sondern nur so gezielt ein paar Tupel anzufassen, was natürlich viel effizienter ist meistens, als jedes Mal die ganze Relation zu lesen. Das ist auch ein erstaunlich schwieriges Problem. Also da kann man sehr viel falsch machen, gucken wir gleich noch ein bisschen hin. Und dann noch das ganze Thema, welche Ressourcen für welchen Teilplan benutzen. Auch ein Riesenthema, also wie viele Threads setze ich ein auf meiner CPU, welcher Teil des Plans bekommt wie viel Rechenzeit. In einem verteilten System wäre das, auf welche Maschine rechnet wo welchen Teil der Anfrage aus. Also gerade bei großen Datenbanksystemen, da will ich nicht, dass ich manuell entscheide, okay, ich habe jetzt 25 Rechner und diese 12 machen das, die 5 machen das, die 3 machen das. Das soll alles automatisch passieren. Also der Optimierer soll automatisch entscheiden, wo welcher Teil ausgeführt wird, wie welche Ressource genutzt wird. Und das macht das Problem beliebig komplex. Ja, wir gucken mal erstmal zu diesem Punkt Indexe. Also drittens, Indexe benutzen hier, ja oder nein, was ist überhaupt ein Index? Also wenn ich so eine, das Problem habe ich immer, wenn ich sowas habe in einem Plan, wie eine Selektion, warum ich das Prädikat groß geschrieben habe, weiß ich jetzt nicht. Also eine Selektion mit einem Prädikat auf der Relation R. Und da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie ich das Ding berechnen kann. Das eine ist Brute Force, man nennt das auch Scan oder Full Scan. In meinem Fachgebiet. Die Grundidee ist einfach, Sie suchen linear durch R durch, überprüfen für jedes Tupel, ob dieses Prädikat zutrifft und wenn das der Fall ist, fügen Sie das Tupel zur Ergebnismenge hinzu. Also wirklich jedes Tupel aus der Relation gucken Sie an, werfen Sie in das Prädikat, kommt der True oder False raus, wenn True rauskommt, okay, teilt das Ergebnis False, okay, ich kann es vergessen. Ne? Also wenn Sie eine Milliarde Tupel haben, gucken Sie eine Milliarde Tupel an. Ist entsprechend aufwendig. Auch wenn es nur linear ist, das kann sehr teuer sein. Die andere Möglichkeit ist Index oder Index-Scan. Index-Scan ist ein Begriff, den Sie manchmal leider finden in einigen Systemen. Scan hört sich so an, als würde ich die ganze Relation durchsuchen, das ist aber Quatsch. Ich suche typischerweise nur einen kleinen Teil der Relation
ab. Also es ist ein Index-Access, Index-Zugriff. Und die Idee ist so, dass ich hier den Inhalt von R so organisiere, dass ich nicht jedes einzelne Tupel untersuchen muss, um festzustellen, ob das zur Anfrage gehört oder nicht. Ja, und das gucken wir nochmal ganz kurz an, indem ich jetzt zurückgreife auf diese Notation der horizontalen Partitionierung. Sie erinnern sich, als ich Gruppierung eingeführt habe, Group By, sei es in der relationalen Algebra, sei es in SQL, habe ich gesagt, der Gruppierungsoperator, der partitioniert die Relation horizontal. Horizontale Partitionierung. Und da haben wir über Partitionierungsfunktionen geredet und das verwende ich jetzt wieder, wie in diesem, also das ist der frühen Satz 2, IMDB, Teil 2 ist das. Und was ich jetzt mache, ist, ich erweitere das um so eine horizontale Partitionierung. Sollen wir lieber nochmal zurückgehen zu IMDB 2? Ich weiß nicht, ob ich das habe hier. Ah, nee, wenn ich jetzt hier wechsle, sehen Sie meinen E-Mail-Account. Nee, machen wir nicht. Also ich glaube, wir kriegen es so hin. Also weil die Idee ist, ich nehme eine Relation, werfe auf jedes Tupel eine Partitionierungsfunktion und kriege dann so Teilpartitionen. Was ich jetzt mache, ist eine Erweiterung. Ich sage, ich habe nicht eine Partitionierungsfunktion, sondern ich habe mehrere. Also unten im Beispiel sind es zwei, aber ich habe jetzt eine ganze Serie von Partitionierungsfunktionen und die werfe ich auf die Relation drauf. Wir gehen mal erst wieder aufs Beispiel, dann wird das klarer, was da oben passiert. Wir haben hier eine Relation R. Es sind nur vier Tupel drin. Ich habe zwei Partitionierungsfunktionen. Die erste macht einfach Modulo 2 auf dem Attribut A. Das ist hier das erste Attribut. Das gleiche Schema, wie wir sonst auch benutzt haben. Und die zweite macht eine Partitionierung auf dem, projiziert einfach auf das Attribut B zurück. Also gibt einfach den Wert von B zurück. Und wenn ich jetzt nur auf die erste wenn ich nur die erste Partitionierungsfunktion draufwerfe, dann würde ich natürlich sowas bekommen wie, ich kriege zwei Partitionen, und zwar R0 und R1. Ja? R0 sind alle, wo Modulo 2 gleich 0 ist, und R1 sind die, wo Modulo 2 gleich 1 ist. Mehr kann da nicht rauskommen, logischerweise. Das heißt, ich teile die Tupel ein in die geraden und die ungeraden, bezogen auf das Attribut A. Das heißt, wir hätten hier in der ersten Relation wäre das und das drin. Ja, das wäre die Relation R0 und die Relation R1 wäre das und das, ja, weil 7 und 1 halt Modulo 2 1 ergibt, ungerade. Das wäre, wenn ich nur die erste Partitionierungsfunktion P0 benutze. Was ich jetzt aber mache bei einer rekursiven Partitionierung ist, ich wende iterativ diese Partitionierungsfunktion drauf an. Das heißt, ich partitioniere weiter. Ich fange mit P0 an, kriege diese zwei Partitionen und die zwei Partitionen, die da rauskommen, partitioniere ich rekursiv weiter mit P1. Ja? Und dann kommt Folgendes raus. Die R0, A heißt, die erste Partitionierungsfunktion hat auf 0 abgebildet, die zweite Partitionierungsfunktion hat auf A abgebildet. Ja, sehen Sie das? Also hier ist gerade, hat auf 0 abgebildet und der Wert von Attribut B ist A. Das ist genau dieses eine Tupel. Beziehungsweise hier bei der zweiten Partition, ja, Modulo 2 war 0 und B hat auf C abgebildet. Und hier Modulo 2 war 1 und die P1 hat auf B abgebildet. Ja, das sind hier zwei Tupel. Das heißt, ich habe die Partition R0 weiter aufgeteilt. Also wenn ich nur die erste Partitionierungsfunktion anwende, dann ist das ja die Vereinigung über diese beiden Tupel. Und was hier in diesem Fall die zweite Partitionierungsfunktion macht, ist, sie teilt diese Partition R0 weiter auf, in R0,a und R0,c. Mehr ist ja nicht passiert. Ne? Also wir haben sozusagen so eine rekursive Partitionierung. Hier oben habe ich das nochmal so ein bisschen formaler hingeschrieben. Also hier kriegt dann so eine Menge von Partitionen. Ich habe wieder diese Zuordnung, wie wir sie bei der nicht rekursiven Variante gehabt haben. Und ich habe diese Rekursionsschritte, die ich anwende. Natürlich spielt die Reihenfolge letztendlich hier keine Rolle. Ich muss nur einmal vereinbaren, was ist denn die Reihenfolge, sonst komme ich hinterher durcheinander. Gut, und was ist jetzt ein Index? Ein Index ist dann ganz einfach. Wir sagen, jede Menge von rekursiven oder nicht rekursiven horizontalen Partitionierungsfunktionen, die von einer Anfrage genutzt werden können, um den Suchraum der Anfrage zu reduzieren, wird als Index oder Indexstruktur bezeichnet. Alles, was ich ausnutzen kann, um nicht die ganze Relation zu suchen, sondern nur ein paar horizontale Partitionen dieser Relation, ist ein Index. Und hier ist ein Beispiel wieder, die Partitionierung von eben.
Und den Trick, den ich hier halt nutzen will, ist einfach, stellen Sie sich vor, also ich habe wieder partitioniert, ne, in meine 4 horizontalen Partitionen. Und was ich jetzt machen will, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Anfrage, die selektiert alle Tupel aus R, wo das Attribut von B gleich C ist. Dann weiß ich ja, oh, wenn ich darauf partitioniert habe, auf das Attribut klein b, dann kann ich ja diese Anfrage umschreiben. Dann weiß ich, statt jetzt das hier reinzuwerfen, reicht es aus, R 0,c da reinzuwerfen. Weil ich ja, weil es invariant ja gilt, okay, wenn irgendwo der Wert von dem Tupel b gleich c ist, dann nur in dieser horizontalen Partition und nicht in irgendwelchen anderen. Ja, also alle anderen horizontalen Partitionen kann ich direkt ausschließen. Ich kann das reduzieren auf diese Partition. Und das heißt, in diese Selektion gehen in diesem Fall statt 4 geht ja nur ein Tupel rein, was ich betrachten muss. Ja, das sind natürlich irgendwelche Zahlen, die man auf Folien benutzt. In der Realität kann das 1 Million versus 3 Tupel heißen oder ja, irgendwelche solche Verhältnisse. Also es kann eine dramatische Reduktion der Anzahl der Tupel bedeuten, die ich berücksichtige. Hier ein weiteres Beispiel. Ich filtere auf a gleich 7. Ja, da weiß ich, oh, a hat ja modulo berechnet. Das heißt, es kann nur Partitionen betreffen, wo modulo a gleich 1 ist. Nur die ungeraden Zahlen. Und das sind ja nur diese R1b. Ja, diese beiden Tupel. Das heißt, ich gucke 2 Tupel anstatt 4. Beziehungsweise, wenn ich a gleich 8 habe, kann ich auch sowas machen. Kann ich sagen, R0a vereinigt mit R0c. Also ich gucke 2 Partitionen an. Dann habe ich wieder nur 2 statt 4 Tupel, die ich angucken muss. Okay, das ist die Grundidee von dem Index. Irgendwie die Daten partitionieren, sodass ich nur bestimmte Partitionen angucken muss. Und das ist ein Riesenthema. Wir haben eine extra Grundvorlesung dazu. Datenstrukturen, Algorithmen und Datenstrukturen. Da lernen Sie, sollten Sie bereits kennengelernt haben, Hash-Tabellen, die machen nichts anderes. Ja, Sie haben eine Hash-Tabelle, meinetwegen mit Chained Hashing, machen eine Probe-Operation. Was gibt in Ihnen denn die Hash-Tabelle? Eine horizontale Partition, bezogen auf den Key, den Sie benutzt haben, um die Daten zu partitionieren. Binärer Suchbaum macht nichts anderes. Ja. Jeder Schritt, also insbesondere, wenn Sie mal einen balancierten binären Suchbaum, haben Sie alle gehabt, ne? Algodat, Red-Black-Trees und so Zeugs, AVL-Bäume. Ja, jeder Schritt reduziert den Suchraum um die Hälfte. Jeder Teilbaum repräsentiert eine Menge von horizontalen Partitionen. Das heißt, wenn Sie mit der Wurzel anfangen, sind Sie schon, und nach links oder rechts gehen, haben Sie schon die Hälfte der Daten weggeschmissen. Jedes Mal schmeißen Sie die Hälfte weg. Und letztendlich kommen Sie bei einer horizontalen Partition raus. Also jeder Teilbaum eines Suchbaums repräsentiert eine Menge von horizontalen Partitionen. Also das ist ein langes Thema, wird auch noch viel geforscht. Also aktuelles Thema, nur mal als kleines Schmankerl ist, können wir nicht die ganzen Datenstrukturen wegschmeißen und durch Machine Learning ersetzen? Können wir nicht die ganze Vorlesung Algodat einstampfen? Da nicken welche, okay, das weiß ich, also sage es nicht an meinen Kollegen. Nein, kann man nicht, das ist schon mal die Antwort, geht nicht. Ist ein Forschungsthema, wo wir auch ein bisschen was gemacht haben. Ja, die Frage, kann man durch ein Machine Learning Modell Datenstrukturen ersetzen, ist gerade ein heißes Forschungsthema in der Datenbankwelt. Die Antwort lautet ja, aber. Ne? Langes Thema. Aber ja, also da passiert noch was. Ne? Das ist noch gar nicht mal so abgehangen, wie man denkt. Eigentlich denkt man, Datenstrukturen 60er, 70er Jahre, alles gut, man weiß, wie das geht. Nee, da passiert extrem viel im Datenbankbereich. Genau, so. Das waren Indexe, also vielleicht gehe ich nochmal zurück hier. Ja, also das ist halt die Entscheidung, die Sie hier treffen. Indexe benutzen, ja, nein. Falls nicht, welchen Index benutzen, sollte man denken, ist trivial. Wenn ich einen Index habe, benutze ich den doch. Wieso sollte ich den Index nicht benutzen? Das ist total bescheuert. Ja, das wäre schön, wenn es so einfach wäre. Wir haben tatsächlich Indexe, die, wenn man sie benutzt, dann sind sie eine ganze Ecke langsamer, als einfach mal alles zu scannen. Das geht. Ja, und das machen echte Systeme teilweise falsch. Ja, sie haben die Möglichkeit zu scannen oder einen Index zu benutzen. Der Anfrageoptimierer sagt, hey, super, Index, nimm Index, dreimal langsamer. Ja, das ist tatsächlich möglich. Das passiert durch falsche Kostenmodelle. Also es ist nicht so einfach, es ist ein langes Forschungsthema, können wir jetzt nicht drauf eingehen. Gut, dann gucken wir mal zu diesem anderen Thema. Join-Reihenfolge, also wie gesagt, wir sind jetzt, also Join-Reihenfolge, ich gehe mal hier zurück,
Join-Reihenfolge heißt logisch. Wir gehen jetzt mal zurück auf die logische Ebene. Was ist die Reihenfolge, join ich so rum oder join ich so rum? Und da kann ich mir erstmal überlegen, ja, wie viele Optionen habe ich denn, wenn ich einen Plan habe mit so und so viel Relationen, wie viele Optionen habe ich denn überhaupt, da irgendwelche Pläne zu erzeugen? Und da kann man sich zunächst erstmal überlegen, okay, ich habe eine Baumstruktur, das ist ein Binärbaum, immer zwei Relationen werden gejoint und zusammengefasst. Und das kann man sich jetzt überlegen, wie viele Binärbäume mit n Blattknoten gibt es überhaupt? Ja, also wenn ich n Eingaberelationen habe, dann ist die Frage, wie viele mögliche Binärbäume gibt das? Und das wird durch die sogenannten Catalan-Zahlen beschrieben. Die sehen so aus. Das ist eine exponentielle schwere Funktion. Und hier unten sind mal so ein paar Catalan-Zahlen abgetragen. Fängt halt an mit 1, 1, 2, 5, 14 und so weiter. Geht dann relativ schnell durch die Decke. Also das ist ein Problem, wenn Sie wirklich alle aufzählen wollen. Ich zeige Ihnen mal ein paar Beispiele, wie das aussieht. So. Also mal angenommen, Sie haben drei Eingaberelationen, dann ist die Catalan-Zahl, müssen Sie die Catalan-Zahl 2 angucken. Das ist mal eine leichte Verwirrung mit diesem Index, n-1. Ja? Also für n-Relationen gucken Sie die Catalan-Zahl n-1 an. Deswegen steht bei drei Relationen die Catalan-Zahl 2. So, dann gibt es genau zwei Pläne und das ist der sogenannte linkstiefe Plan und der rechtstiefe Plan. Sie haben also nur die Möglichkeit zu unterscheiden, okay, ich habe erst hier zwei Relationen, die ich joine und von rechts joine ich hier noch eine Relation dran oder ich joine hier zwei Relationen und von links joine ich noch eine Relation an das Zwischenergebnis dran. Das sind die beiden möglichen Pläne hier und wenn Sie das entsprechend erhöhen, dann haben wir jetzt mal, hier sind vier Eingaberelationen abgetragen und ich habe jetzt mal die Namen der Relationen, die unten stehen, weggelassen. Weil letztendlich sagt Ihnen die Catalan-Zahl nur, wie ist die Struktur des Baums. Die Catalan-Zahl sagt Ihnen nicht, wo ich was dran schreibe an die Blätter. Wir reden nur über die Struktur des Baumes. Also insbesondere auch hier, wenn wir nochmal zurückgehen, hier habe ich zwar R, S und T dran geschrieben, aber für linkstiefe Pläne kann ich natürlich auch die Reihenfolge hier ändern. Ich könnte genauso gut hier schreiben, was weiß ich, R, T, S. Ja, also ja, sehen Sie schon, Fakultät, viele Möglichkeiten, da das dran zu schreiben. Kommen wir gleich zu. Also die Catalan-Zahlen sagen nur was über die Struktur des Binärbaums aus. Und das sieht man hier ganz schön. Bei vier Eingaberelationen habe ich fünf verschiedene Pläne, wieder linkstief und rechtstief, so wie eben. Ja, nur halt so ein bisschen, also so degeneriert zu einer Liste, könnte man auch sagen. Hier genauso degeneriert zu einer Liste. Und dann gibt es eine dritte Klasse von Plänen, die nennt man Bushy Plans. Die sehen so aus, die sind irgendwo dazwischen. Ja, also hier wird, das ist eigentlich so ein linkstiefer Abschnitt und dann wird hier rechts von rechts dran gejoint. Also eigentlich fange ich natürlich unten an, ja, und dann mache ich hier oben damit weiter. Genauso gespiegelt kann ich sowas machen oder hier so ein balanciertes Ding. Ja, Stichwort AVL, Red Black Trees, das gleiche in grün. Also da gibt es fünf verschiedene Pläne und so weiter und so fort. Wenn ich diese Strukturen mir aufgezählt habe, wie viele Strukturen gibt es für diese Pläne, kann ich mir überlegen, ja, was ist denn die Reihenfolge der Eingaberelationen, die ich unten dran schreibe? Ja? Also für n Eingaberelationen gibt es offensichtlich n Fakultät viele Möglichkeiten, diese anzuordnen und dann zuzuordnen. Ich muss also zwei Sachen miteinander multiplizieren. Die Anzahl der binären, der strukturellen, strukturell unterschiedlichen binären Bäume und die Anzahl der Möglichkeiten, wie ich unten meine Relationen dran schreibe. Um das nochmal klar zu machen, mit einem Beispiel, nehmen wir mal an, wir haben drei Relationen, A1, A2, A3. Anzahl der strukturellen binären Bäume ist 2. Ja? Das ist dieses Ding, Left Deep und Right Deep. Die Anzahl der Reihenfolgen für drei Relationen ist 3 Fakultät. 3 mal 2 mal 1 ist 6. Ja? Also ich kann diese Reihenfolgen benutzen, um die unten dran zu schreiben. Ja? Deswegen habe ich das hier als Variable geschrieben. Also je nachdem, wie Sie die Variablen jetzt belegen, können Sie hier dran schreiben RST oder RTS oder SRT und so weiter und so weiter und so fort. Das heißt, Sie haben hier schon mal 6 Möglichkeiten, mal die 2 Möglichkeiten hier oben, dann haben Sie 12 verschiedene Pläne, die möglich sind, nur für 3 Relationen. Und für unsere Anfrageoptimierung, ich habe Ihnen ja gesagt, okay, wir wollen jetzt kostenbasierte Optimierung machen, würde das heißen, Sie müssen
diese Pläne aufzählen und bewerten durch Kostenfunktionen. Also Sie müssen 12 alternative Pläne aufzählen und durch Kostenfunktionen bewerten. Das sind nur 12, das ist nicht viel, aber je mehr Relationen, desto mehr geht das Ding durch die Decke und ist nicht mehr handelbar durch Algorithmen, die das auch in endlicher Zeit berechnen. Aber wenn ich jetzt endlich sage, da kriege ich wahrscheinlich wieder Ärger vom theoretischen Informatiker, die das in vernünftiger Zeit berechnen. Ja? Genau. Ja, und jetzt kann man sich eine Frage stellen, das ist alles schön und gut, das ist Theorie, das ist halt so das ist praktisch die Anzahl der Pläne, die entstehen, das geht ziemlich schnell durch die Decke, aber kann man das nicht dramatisch reduzieren? Muss man wirklich jetzt so argumentieren und sagen, oh, so viele Relationen, das ist ja schwierig, das kann ich gar nicht berechnen, sollte ich nicht tun. Und da gibt es eine, wie ich finde, relativ offensichtliche Sache, die man machen kann und die man machen sollte, denn diese Joins, die sind ja teilweise gar nicht definiert. Ja, also ich meine, Join-Bedingungen habe ich zwischen bestimmten Relationen definiert in meiner Anfrage, aber nicht zwischen allen. Was ich hier aber mache in dieser Rechnung ist, ich sage, ich kann jede beliebige Relation mit jeder anderen Relation joinen. Und das muss nicht der Fall sein, insbesondere für größere Anfragen. Das heißt, ich könnte mir überlegen, Varianten wegzulassen beim Aufzählen, also zwischen Relationen, wo kein Join besteht. Ich mache dazu gleich wieder ein Beispiel, dann wird es klarer. Wir müssen, um das ein bisschen klarer zu machen, muss ich jetzt ein bisschen ausholen und ein paar Begriffe erstmal einführen, damit Sie sehen, was da passiert. Also wenn Sie das jetzt noch nicht verstehen, keine Sorge, ich erkläre das jetzt nochmal im Detail, warum das der Fall ist und warum das extrem sinnvoll ist. Wir brauchen da erstmal noch zwei Begriffe. Das zweite ist noch eine Selektivität. Ich hatte eben schon gesagt, Selektivität kommt in zwei Geschmacksrichtungen. Die eine ist auf unären Operatoren. Das hier sind jetzt binäre Operatoren. Also ich will wissen, was ist die Selektivität eines Joins? Das ist ein Grundbegriff, den wir im Folgenden brauchen. Also das ist eine Erweiterung von dem, was wir eben hatten. Sie sehen jetzt halt nur, dass wir hier die Selektivität definieren über zwei Relationen. Und das mache ich so, nämlich sage, im Nenner steht jetzt das Kreuzprodukt von R und S, und ich zähle die Anzahl der Tupel. Ja, Sie erinnern sich offensichtlich, dass, ich schreibe es mal, ich muss schneller schreiben als dieses. Ja, also die Anzahl der Tupel im Kreuzprodukt ist gleich der Anzahl der Tupel in R mal der Anzahl der Tupel in S. So hat man das mal definiert auf irgendeiner Folie. Und das stelle ich gegenüber im Zähler mit der Anzahl der Ergebnisse des Joins. Ja. Und natürlich kann der Join ja auch wieder nur was rausfiltern. Das kann nur kleiner werden. Der Join kann nicht künstlich Tupel hinzufügen. Das heißt, das Ding muss kleiner gleich 1 sein, ja? Über das Join-Prädikat, was hier entsteht. So ist die Join-Selektivität definiert. Bitte nicht verwechseln mit der Selektivität für Filteroperationen. Und um Ihnen nochmal zu illustrieren, was das bedeutet für diese Entscheidung, in welcher Reihenfolge ich Joins ausführe. Hier nochmal ein kleines Beispiel. Wir haben drei Relationen, R, S und T, in denen ist jeweils sind 1 Million Tupel drin. Wir haben jetzt verschiedene Join-Selektivitäten definiert. Also hier über R und S ist 10 hoch minus 9, über S, Join T ist 10 hoch minus 7. Und die Selektivitäten über diesen zweiten Join, die ist immer gleich. Ja, also wenn ich das ganze Ding joine, kommt daraus 10 hoch minus 16. Das muss natürlich auch gleich sein, weil die Reihenfolge des Joins kann ja nichts verändern in der Anzahl der Tupel. Ja, ob ich da so rum joine oder andersrum joine, da muss ja das gleiche Ergebnis rauskommen. Insbesondere hier, weil ich ja nur drei Relationen joine. Und es kann Folgendes passieren. Ich habe das durch die Dicke der Kanten und farblich auch nochmal markiert. Wenn jede dieser Relationen 1 Million Tupel hat, das ist hier diese rote Kante, ja, in beiden Fällen 1 Million Tupel, dann hat der erste Join zwischen R und S eine relativ hohe Selektivität. Das heißt, es werden nur wenige Tupel durchgelassen, nämlich 1000. Und das bedeutet ja, dass diese 1000 Tupel, die gehen jetzt rein in diesen zweiten Join hier. Also anstatt in diesem zweiten Join wieder 1 Million Tupel von links zu lesen, habe ich nur 1000, also 1000 Tupel weniger. Rechts habe ich wieder die 1 Million, daran kann ich nichts ändern. Und am Schluss kommt immer 100 Tupel raus, klar. Ja, daran kann ich auch nichts ändern. Wenn ich jetzt aber den Right Deep, den rechtstiefen Plan angucke, dann haben Sie natürlich wieder hier 1 Million, 1 Million, 1 Million. Sie sehen aber, wenn ich zuerst S und T joine, dann kommen 100.000 Tupel raus statt 1000. Also das Zwischenergebnis ist vergleichsweise groß, 100 mal größer als auf der linken Seite. Und das heißt, dieser Join liest rechts jetzt 100.000 Tupel, links 1 Million.
im Vergleich zu diesem, der liest links 1.000 und rechts 1.000.000. Und wenn ich jetzt gucke, was sind die Kosten in einem Kostenmodell für so einen Plan, dann könnte ich jetzt das Kostenmodell Zwischenergebnisse verwenden. Ja, das sagt halt, okay, ich addiere das hier, diese 1.000, das ist ein Zwischenergebnis, und diese 100, das sind 1.100, deswegen steht das hier, beziehungsweise auf der rechten Seite die 100.000 plus die 100, das sind 100.100. Ja, und unter diesem Kostenmodell würde ich sagen, dieser Plan ist deutlich teurer als dieser Plan. Ja, der Plan links sollte genommen werden. Die beiden Join-Reihenfolgen haben unterschiedliche Kosten. Ja, aber um solche Rechnungen machen zu können, brauche ich halt den Begriff der Join-Selektivität. Ja, typischerweise kommt jeder Join mit einer gewissen Join-Selektivität. Und es ist sehr wertvoll, diese Join-Selektivitäten, wenn man die weiß, ja, die Statistiken. Genau. Ja, dann noch ein paar andere Grundbegriffe, die wir brauchen, um dieses Phänomen zu erklären, dass man diesen Suchraum reduzieren kann. Nochmal zu Prädikaten. Wir haben ja diese Where-Bedingungen. Also Join-Prädikate können ja in den Where-Bedingungen stehen oder in diesen Join-Bedingungen. Und die werden in konjunktive Normalformen transformiert. Und nochmal zur Erinnerung, wir benutzen folgende Terminologie. Eine Formel in 10f ist eine Konjunktion von Klauseln. Klauseln sind Disjunktionen von Literalen. Also Literalen sind diese Dinger hier, so einfache Bedingungen auf irgendeinem Attribut. Jetzt kann man verschiedene dieser Bedingungen, verschiedene dieser Literale kann man zusammenfassen zu Disjunktionen. Also hier steht ein Oder zwischen. Ja? Ja, ein Literal oder noch ein Literal, das wäre eine Klausel, und Klausel sind verbunden durch eine Und-Operation. Ja? Also hier diese verschiedenen Klauseln. Das ist Formel in 10f, haben Sie wahrscheinlich irgendwo in irgendeiner Vorlesung schon gehabt. Und dann kann man sich überlegen, was ist die Stelligkeit eines Prädikats. Noch ein weiterer Term, den wir jetzt brauchen, ein weiterer Begriff, den wir jetzt brauchen. Also das ist auch wieder eigentlich ganz einfach, sagt einfach nur, wir haben eine Menge von Relationen, also RP ist die Menge der Relationen, deren Attribute im Prädikat P referenziert werden. Also ich gucke mir ein Prädikat P an und gucke mir und ermittle, ja, wie viele verschiedene Relationen werden denn da referenziert. Also hatten wir schon in so Selektionsprädikaten, wenn ich auf dem Attribut E filtere, ja, das E bezieht sich natürlich auf eine Relation, das heißt, die Stelligkeit des Prädikats ist 1. Ja. Hier, wenn ich zwei Attribute habe, kommt, wenn C aus der einen Relation kommt und A aus der anderen, ist die Stelligkeit 2 und so weiter und so fort. Ja, also ich mache hier in diesen Beispielen immer die Annahme, dass diese unterschiedlichen Attribute auch aus unterschiedlichen Relationen kommen. Das muss nicht so sein. Wenn A und B aus einer Relation kommen und C aus einer zweiten, dann wäre die Stelligkeit hier 2. Ne? Es kommt aber aus unterschiedlichen, deswegen ist es 3. Ja, das machen wir durch diese Doppelstrichnotation. Genau, und wir haben im Grunde, gucken wir im Folgenden nur zwei Spezialfälle an. Das sind Filterprädikate und Join-Prädikate, wie ich sie schon eingeführt habe. Filterprädikat heißt bei uns immer, nee, das ist nur eine Relation referenziert. Join-Prädikat heißt, das sind zwei referenziert. Also diese Fälle. Ne? Irgendein Attribut und dann irgendein Operator und eine Konstante. Das ist ein Filterprädikat. Dann diese typischerweise Gleichheitsbedingungen. Es muss nicht so sein, aber oft ist es eine Gleichheitsbedingung, gerade wegen dieser Fremdschlüsselgeschichte. Das ist ein Join-Prädikat. So, haben wir jetzt alle Begriffe. Ich zeige mir erstmal das Beispiel. Das ist die formale Erklärung von dem, was ein Join-Graph oder ein Query-Graph ist. Gehen wir gleich mal darauf zurück. Ich fange wieder an mit einem Beispiel. Was wir jetzt machen ist, wir übersetzen die Anfrage in einen Graphen. Und der Graph ist so, dass jeder Knoten ist eine Relation, die in der Anfrage vorkommt. Ja, also wenn Sie jetzt eine Relation, wenn Sie eine Anfrage haben, mache ich noch ein anderes Beispiel. Nö, habe ich nicht. Dann machen wir es so. Also hier, das sind Join-Graphen, die erzeugt wurden durch SQL-Anfragen oder relationale Algebra-Anfragen. Und das heißt, die Anfrage referenziert drei Relationen. Ich gucke mal hier jetzt zuerst. Drei Relationen, R, S und T. Und die Anfrage spezifiziert ein Join-Attribut zwischen S und T auf diesen Attributen und ein Join-Attribut zwischen R und S. Das macht diese Anfrage. Beziehungsweise eine andere Anfrage könnte so aussehen. Sie referenziert vier Relationen, R, S, V und T.
referenziert wieder die Join-Attribute zwischen S und T, zwischen R und S und eins zwischen V und S. Und zusätzlich sehen Sie hier an diesen einzelnen Relationen drangeschrieben die Filterprädikate. Also hier habe ich direkt drangeschrieben, auf R wird gefiltert. Ich will nur die Tupel haben, wo A gleich 11 ist, beziehungsweise auf V, wo E gleich 42 ist und so weiter. Die schreibe ich hier direkt dran. Okay? Das sind Join-Graphen oder Curry-Graphen. Gucken wir uns mal kurz die Definition an. Also es ist ein Join-Graph, der hat eine Menge von Relationen, das sind die Knoten. Dann hat er eine Menge, das sind diese Vs, dann die Join-Prädikate und die Filterprädikate. Ja, so ein Tripel. Und das entsteht aus einer Anfrage. Also wichtig hier ist zu verstehen, ich gucke jetzt nicht das Schema an, wie ich es definiert habe. Und diese Kanten repräsentieren natürlich typischerweise Fremdschlüsselbeziehungen. Ja, klar, also der Join-Graph hat hoffentlich eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Schema und den Fremdschlüsseln, die ich in meinem Schema definiert habe. Aber das gucken wir hier eigentlich erstmal gar nicht an. Es geht hier nur um die Anfrage. Die Anfrage wird transformiert in so einen Graphen. So. Und das heißt, ich habe ja diese Menge der Relationen, also meine Knoten, die Vertices. Dann habe ich zwei Mengen von Prädikaten, einmal die Join-Prädikate und die Filter-Prädikate. Und das ist ja einfach nochmal verklausuliert, dass ich sage, okay, ich habe die Menge der Join-Prädikate, das sind Annotationen der entsprechenden Kanten. Ja, also ich gucke, dass ich das an die Kante schreibe, die diese beiden Relationen verbindet, die referenziert werden in dem Join-Prädikat. Das habe ich hier praktisch mit diesem Ausdruck geschrieben. Hier mal wieder die Stelligkeit kommt hier vor und so weiter und so fort. Beziehungsweise die Filterprädikate schreibe ich direkt an die Relationen, die referenziert werden. Ich habe hier Stelligkeit 1, das heißt, es geht genau zu einer Relation hin und dann kann ich das da dran schreiben. Ich kann das auch erweitern, insbesondere für Prädikate mit Stelligkeit 2. Das führt zu sogenannten Hypergraphen. Hat das mal jemand gehört? Wer weiß, was ein Hypergraph ist? Keiner. Hypergraph ist ein Graph, wo die Kanten mehr als zwei Knoten verbinden können. Das ist visuell, sollten Sie sich nicht versuchen, das vorzustellen, kriegen Sie einen Knoten im Gehirn. Ja, weil so eine Kante natürlich hier im planaren, zweidimensionalen, so. Ja, ist eine Kante, ist klar. Aber im Hypergraphen kann ich sagen, nee, ich habe eine Kante, die verbindet diese drei. Ja, das kann ich im Hypergraphen machen. Und da gibt es Erweiterungen zu, mit denen man rechnen kann. Machen wir jetzt alles mal nicht. Ja. Wir haben einfach nur so Join-Bedingungen, Stelligkeit 2, zwischen zwei Relationen, viel einfacher. Und reicht für die meisten Fälle aus. Ja, das ist jetzt der Join-Graph, der aus der Anfrage entsteht. Und da war ja diese Zwischenfrage, macht es überhaupt Sinn, alle theoretisch möglichen Join-Reihenfolge aufzuzählen? Also die möglichen binären Baumstrukturen mal die Anzahl der Reihenfolgen, dieses Fakultät-Dings, da kamen 12 raus in dem Beispiel und das geht durch die Decke. Macht es Sinn, das aufzuzählen? Und die Antwort ist, nee, macht es keinen Sinn, das ist ein theoretisches Konstrukt. Rein praktisch, wahrscheinlich ist das auch noch eine theoretische Überlegung, reicht es völlig aus, wenn wir nur die Möglichkeiten für Joins aufzählen, wo es eine Kante im Join-Graphen gibt. Wir zählen also nicht alle möglichen Joins auf, zwischen allen möglichen, ich gehe nochmal zurück hier, ja, Sie könnten ja, wenn Sie so ein Ding haben, links ist ein gutes Beispiel, das Ding hier, ne? Also statt jetzt auch diesen Join aufzuzählen und diesen Join aufzuzählen und diesen Join aufzuzählen, das sind drei Kanten, die nicht im Graphen vorkommen. Ja, das würde in dieser theoretischen Überlegung aufgezählt werden, und zu dieser Komplexität beitragen, sage ich, nee, was auch immer ich benutze als Algorithmus, um diese verschiedenen Varianten für Pläne aufzuzählen, ich berücksichtige nur die Joins, wo hier eine Kante steht. Ja? Nur dann berücksichtige ich das. Hier an dieser Stelle, warten bis es weggeht, sonst mal das alte wieder hin, das ignoriere ich komplett. Warum kann ich das ignorieren? Jemand eine Idee? Was heißt das denn, wenn hier keine Kante steht? Oder was könnte es heißen? Ja, da hinten? Genau. Genau, es ist ein Kreuzprodukt und das ist nicht selektiv. Ja, das würde keine Tupel entfernen. Also Sie können sich das auch so denken, wenn hier keine Kante steht, dann steht hier, also je nachdem, wie man das jetzt malen will, also im Grunde, nee, glaube ich, ich male es mal hin. Gibt es hier... Das ist wieder keine Farben, ne? Keine Ahnung. Also eigentlich müsst ihr eine... Nee, es ist ja rot, genau. Super, ich wollte rot haben. Also eine ganz dicke rote Kante steht hier.
ja, böse. Also ein bisschen wie eben mit diesem Beispiel mit den drei Relationen. Ne? Stehen hier ganz dicke rote Kanten. Und das wollen sie nicht. Ja? Das hilft ihnen nicht, da einen Joint zu berechnen, weil sie einfach nur diese quadratische Explosion haben an Ergebnissen. Deswegen kann man das ignorieren. Da gibt es wieder super Spezialfälle, wo es dann doch Sinn machen kann, andere Geschichte. Aber erstmal der 99,99% Fall einfach ignorieren, alles wird gut. Genau, das heißt, wir bauen jetzt Algorithmen, die, also wenn man Algorithmen baut, die das aufziehen, sollte man das so machen, dass man den Join-Graphen anguckt und im Algorithmus immer schaut, gibt es eine Kante? Wenn ja, okay, ich muss die Möglichkeit aufzählen. Wenn es keine Kante gibt, ich zähle das Ding nicht auf, ich ignoriere es. Ja? Und dann kann man auch zeigen, dass die unter bestimmten Bedingungen optimal sind. Und wir gucken jetzt mal an, wie so eine Plan-Enumeration in Python aussehen kann. Das ist, wie ich mich erinnere, haben wir das hier ohne Graphen gemacht. Man kann das aber auf den Graphen erweitern, um mal ein bisschen zu zeigen, wie das prinzipiell funktioniert. Also, wir definieren uns hier erstmal ein paar Klassen, mit denen ich so einen Join-Graph repräsentieren kann. Dann überlege ich mir ja, einfach eine konkrete Instanz und male den. Können Sie sich zu Hause durchlesen. Ist aber jetzt nicht Rocket Science, sondern sieht das so aus. Als ein Beispiel, also hier die Relation wieder annotiert mit bestimmten Filtern und was die Kardinalität davon ist. Also hier haben wir jetzt nicht konkret reingeschrieben, was die Filterbedingung ist, sondern wenn ich auf C mit diesem Prädikat filtere, kommen da 2000 Tupel raus. Und hier habe ich zwischen den Relationen diese Join-Prädikate abgetragen mit ihrer Selektivität. Und zwar ist das so notiert, dass die Kanten, je dicker gemalt sind, desto selektiver, also desto mehr Tupel ausgefiltert werden in einem Join, desto dicker ist die Kante. Sehen Sie hier, 0,003 ist ein sehr kleiner Wert, das heißt eine hohe Selektivität, versus 0,37 ist ein hoher Wert, das heißt eine geringe Selektivität. Deswegen ist die Kante dünn gezeichnet. Ja, die Intuition dahinter ist, Sie erinnern sich, beim Kreuzprodukt wird ja keine Kante gezeichnet, das ist ja auch das ist geringe Selektivität im Sinne gar keine, da würden wir die Kante praktisch nicht zeichnen. Die wäre so dünn, die würden wir gar nicht mehr sehen. Da haben Sie jetzt den fließenden Übergang von einem Kreuzprodukt, was nicht sichtbar ist, zu einem Join. Ein hochselektiver Join ist möglichst dick gezeichnet. So haben wir das hier gemacht in einem Notebook. So, und jetzt kann ich mir mal einfach so ein paar Pläne aufzählen. Hier haben wir zufällig mal eine Reihenfolge festgelegt. Also was hier im Notebook passiert ist, wir gucken nur die linkstiefen Pläne an. Ich mache nicht diese Aufzählung der strukturell unterschiedlichen Pläne, sondern ich sage mal nur, okay, ich habe vier Relationen, würfel mal eine beliebige Reihenfolge aus. Und das ist hier C, B, D, A. Und da kann ich natürlich ein Kostenmodell drauf werfen, in meinem Fall. Also hier ist es mal nur der Plan gezeichnet, also erst C und B, dann mit D join, dann mit A. Das wäre ein linkstiefer Plan, einer der vier Fakultät möglichen Pläne. Dann definiere ich mir hier eine Kostenpunktion, wo ich die Größe, die ist so definiert, dass sie mir zurückgibt, die Größe der Eingaben. Also das ist die Anzahl der Tupel in der linken Eingabe, das ist in der rechten Eingabe. Und die Kosten sind definiert als die Summe dieser beiden. Das ist auch ein sinnvolles Kostenmodell. Und dann kann ich natürlich einfach diesen Graph einfach mal ablaufen. Also ich muss ja für jeden Operator jetzt dieses Kostenmodell ausrechnen, alles aufsummieren. Das passiert in dieser Funktion und dann kann ich mir natürlich für einen beliebigen Plan die Kosten ausgeben lassen. Dann habe ich hier die Kosten, also das ist praktisch die Summe über die Eingabegrößen, die entstehen in diesem Plan. Und damit sind natürlich implizit auch die Zwischenergebnisse mit berücksichtigt. Wäre jetzt 1.200.000 irgendwas 1.000. So, was machen wir hier? Genau, hier ziehen wir jetzt mal vier zufällige Anfragen. Also es ist durchaus ein bisschen leiser bitte da hinten. Danke. Also ist durchaus eine valide Methode, das nennt man Monte-Carlo-Methoden. Ich weiß nicht, haben Sie schon mal Monte-Carlo gehört in Algodat? Ja, also das sind Methoden, wo man was würfelt. Also es ist ein großer Suchraum. Statt den Suchraum iterativ abzusuchen, sagt man, nee, man wählt zufällig irgendwelche Sachen aus und guckt mal, was die für eine Qualität haben. Und vielleicht ist einer dieser zufällig ausgewählten Elemente schon relativ gut. Und das mache ich hier auch. Ich wähle einfach mal zufällige Pläne aus. Das macht man teilweise auch in der Anfrageoptimierung. Funktioniert gar nicht so schlecht manchmal, nicht immer. Aber das mache ich hier auch. Ich nehme vier zufällige Reihenfolgen, C, B, D, A. Berechne die Kosten, hatten wir eben schon. D, C, A, B ist ein bisschen billiger.
BDCA, das ist noch teurer, 2 Millionen. Und BCAD ist richtig gut, 127.000. Ja, also so, natürlich müsste ich jetzt eigentlich alle aufzählen und billigsten nehmen, aber ich kann das auch zufällig machen. Finde vielleicht dann nicht unbedingt einen optimalen Plan. Und ich kann natürlich jetzt alle aufzählen. Das machen wir hier an dieser Stelle. Das geht relativ schnell für dieses kleine Problem. Und da finde ich raus, das ist diese Reihenfolge. Ja, A, C, B, D ist die billigste Reihenfolge für einen linkstiefen Plan. Und wenn wir jetzt mal einen größeren Join-Graphen nehmen, hier das IMDb-Beispiel mit Selektivitäten, ich weiß nicht, ob wir die uns ausgedacht haben oder ausgerechnet haben, bin ich ganz sicher. Ich denke, das sind Fantasie-Selektivitäten. Das ist das Schema, was wir hier die ganze Zeit schon benutzen. Und da kann ich natürlich jetzt auch alle möglichen linkstiefen Pläne mir aufzählen lassen. Und da das viele Relationen sind, geht das relativ schnell durch die Decke. Also auf meinem Rechner läuft das, glaube ich, eine Minute oder so, bis es ein Ergebnis anzeigt. Weil er wirklich jetzt dumm diese einzelnen Reihenfolgen aufzählt, für jede dieser Reihenfolgen, die in dieser Fakultät großen Menge entstehen, berechnet er die Kosten. Und obwohl diese Kostenfunktion total billig ist, ist ja nur eine Summe, ist einfach die Menge der Alternativen so groß, dass es schon eine spürbare Laufzeitveränderung gibt. Und die Sache ist halt die, dieses Schema von IMDb ist hier noch nicht besonders groß. Also es gibt durchaus Datenbanken mit Hunderten oder Tausenden von Relationen. Und wenn Sie eine große Anfrage haben, die wirklich sehr, sehr viele Relationen referenziert, dann funktioniert die Idee, einfach alles aufzuzählen, funktioniert nicht mehr. Ja, dauert das Aufzählen unter Umständen länger, als hinterher die Anfrage auszuführen. Und das wollen Sie ja auch nicht. Ja? Also das ist ein Problem in der Berechnung. So, jetzt sehen wir hier, das Ding ist jetzt endlich fertig. 57,9 Sekunden hat es gebraucht. Und da kommt dieser linkstiefe Plan raus mit diesen gigantischen Kosten, was auch immer das bedeutet. Ne? Also wie gesagt, das sind nur die Linkstiefen mal Anzahl der Binärbäume müsste ich eigentlich noch ausrechnen und da kommen sie hier locker in ein paar Stundenbereich. Es ist überhaupt nicht mehr machbar, um das zu berechnen. Deswegen muss man, wenn man es richtig macht, und wir hatten das letztes Mal als Übungsaufgabe, ich weiß gar nicht mehr, ob wir dieses Jahr das auch machen als Übungsaufgabe, dieses Notebook erweitern und hey, ich habe den Query-Graph, mach doch mal die Aufzählung so, dass ich nur das aufzähle, wo auch eine Kante definiert ist. Und dann kann man sich natürlich auch überlegen, dass man erstmal die aufzählt, die möglichst selektiv sind und so weiter und so fort. Gibt es 1000 Algorithmen, die man benutzen kann. Genau, so viel mal dazu. Und jetzt gucken wir uns noch so ein paar Feinheiten an. Als wäre das Problem nicht schon komplex genug, will ich immer ein bisschen eine Vorstellung, eine Idee davon vermitteln, dass es alles noch sehr, sehr viel komplizierter ist mit dieser Join-Reihenfolge. Das eine ist nämlich die Join-Reihenfolge und die Kommutativität. Also ich habe ja, wenn ich mir nochmal so einen Plan angucke, wie diese drei Relationen R, S und T. Ja, also ich habe ja hier diesen Plan und diesen Plan und diesen Plan und diesen Plan mal als Beispiel. Diese vier Pläne haben in diesem Kostenmodell dieselben Kosten, also die Kosten der Zwischenergebnisse. Sie sehen immer hier ist 1000 als Zwischenergebnis und natürlich immer die plus 100 als Endergebnis. Also in diesen Kostenmodellen könnte man die 100 auch weglassen. Das ist eigentlich Quatsch, weil für jeden Plan muss ja 100 nochmal hinzuaddiert werden. Gibt es auch Varianten, die das machen. Ja, aber hier haben wir überall 1000. Ne? Und es ist natürlich die Frage, okay, ist vielleicht doch einer der Pläne billiger als ein anderer? Und was ist das richtige Kostenmodell dazu? Das gucken wir jetzt mal an. Und da gucken wir mal kurz an, wie eigentlich so ein Join berechnet wird. Das hier ist der wichtigste Join-Algorithmus überhaupt. Das ist der absolute Standard in insbesondere Hauptspeichersystemen. Wird eigentlich heutzutage fast immer so gemacht. Es gibt noch einen anderen, der heißt Sort Merge Join und Cogroup Join. Die kann man auch in bestimmten Situationen benutzen. Aber so im Kern gibt es immer einen Hash Join. Und da kann man sich überlegen noch, das ist eine andere Dimension, was nehme ich denn für eine Hash-Tabelle? Ja, also wenn Sie, also haben Sie Open Addressing gemacht in Algodat? Sondieren innerhalb des Hash-Arrays, aber Chaining haben sie gemacht. Ne? Sie haben so ein Bucket und da hängt eine Liste dran mit den Ergebnissen. Ne? Das ist so die einfachste Hash-Tabelle, die man sich denken kann. Es gibt eine Vielzahl anderer Hash-Tabellen, die sich teilweise um Größenordnungen der Performance unterscheiden. Also wir reden nicht um 3-4%, sondern Faktor 10, 20, 30 bis 100
ist eine Hash-Tabelle schneller. Das heißt, es ist tatsächlich auch in einem echten System eine Entscheidung, welche Hash-Tabelle nehme ich. Nicht einfach nur Chaining und ist gut oder was immer aus der STL oder einer anderen Bibliothek rausfällt, sondern da gibt es nochmal Riesenunterschiede. Wir haben uns das irgendwann mal angeguckt, ein Projekt, wir waren selber etwas überrascht. Aber für den Moment sage ich mal, oh nee, es ist eine Hash-Tabelle, also eine Hash-Map in Software-Sprache. Also ich habe eine Datenstruktur, die bildet Schlüssel auf Werte ab. Ja, also Key-Value-Mapping, das ist das Erste, was ich hier habe in dem Algorithmus. Dann habe ich eine Relation, die mein Ergebnis repräsentiert, des Joins, das ist das hier. Und was ich jetzt mache, sind verschiedene Phasen in diesem Algorithmus. Die erste Phase ist diese hier. Und die bezieht sich auf die linke Eingabe, auf die Relation R. Und was mache ich? Für jedes Tupel, klein r aus R, füge ich dieses Tupel in die Hash-Tabelle ein. Und zwar mit dem Attributwert von x. Ja, x ist, also ich gucke hier den Spezialfall an eines Gleichheitsattributs, rx, r.x gleich gleich s.y, das ist mein Equi-Join-Attribut. Und was ich hier mache ist, ich füge die gesamte linke Relation r mit diesem Attributwert von r.x in diese Relation ein. Ja, das ist der Key und das Tupel selber ist der Value. Das ist mein Mapping. Also immer so ein Key-Value-Mapping füge ich in diese Hash-Tabelle ein. Das ist die erste Phase. Ja, fertig. So, dann kommt die zweite Phase. Da gucke ich mir jedes Tupel, das ist die zweite Phase, gucke ich mir jedes Tupel aus S an. Klein s aus S. Mache wieder eine Schleife und stelle eine Anfrage an diese Hash-Tabelle. Das ist diese Probe-Operation. Also Insert heißt auch oft Put in diesen Hash-Tabellen, je nachdem, wie es im Interface heißt. Und hier probe ich mit dem Wert von s.y, weil es hier in diesem Equi-Join vorkommt. Ja, ich will wissen, semantisch, liebe Hash-Tabelle, hier ist ein Tupel aus S, das hat in Y einen Wert, sagen wir mal 42 natürlich. Ja. Gib mir mal alle Tupel aus R, die in ihrem Wert X den Wert von 42 haben. Das sind ja genau die Tupel, die ich im Join zusammenfüge, über die Gleichheit. Das ist ja genau die Idee. Ich muss ja alle Tupel, ich will ja nur die Tupel haben, wo diese Gleichheitsbedingung gilt. Das heißt, wenn s.y 42 ist, dann will ich alle Tupel haben aus r, wo r.x 42 ist. Und das kriege ich genau mit dieser Anfrage. Hier kommt potenziell nicht nur ein Tupel raus, hier kommt eine Menge von Tupeln aus r raus, für die das gilt, für die r.x gleich 42 ist. Also hier gucke ich jetzt, und das muss ich jetzt hier überprüfen, an dieser Stelle, da gucke ich jetzt, ist diese Menge leer? Ja, also ist da irgendwas passiert? Ja, ist hier was zurückgekommen? Also hat es für dieses Tupel eine, gibt es da korrespondierende Tupel in R? Nur falls das der Fall ist, dann bilde ich das Kreuzprodukt von dem Tupel S, klein s, das ist das, was ich hier für die Anfrage benutzt habe, ohne das Y, das Tupel S, was diesen Y-Attributwert hat, Kreuzprodukt mit diesem Ergebnis, was die Hash-Tabelle geliefert hat, das hier ist das Gleiche, das Kreuzprodukt davon, und füge das zu diesem Ergebnis des Joins hinzu. Das ist das Gesamtergebnis des Joins, hier wird es hinzugefügt. Also Ergebnis gleich, das sehen Sie hier, Ergebnis gleich Ergebnis vereinigt mit Kreuzprodukt von Tupel, dieses Tupel S in eine Menge gepackt, Kreuzprodukt mit diesem Ergebnis. Ja, und das heißt, jedes Tupel aus S, für jedes Tupel aus S finde ich die Tupel aus R, die ein Join-Ergebnis produzieren, bilde das Kreuzprodukt und füge es zum Gesamtergebnis des Joins hinzu. Das ist der Hash-Join. Andächtige Stille, ist ungefähr klar. Oder soll ich nochmal irgendwie... Alles gut? Ja, also Sie sehen schon, dass wenn man die Kosten sich mal überlegt von dem Ding, ist irgendwo alles linear, ist super. Ne? Weil hier, ja, also fast, Komplexitätstheoretiker wird man wahrscheinlich wieder. Okay, aber hier, ne? Also das hier ist zum Beispiel linear. Ja, Sie machen Anzahl der Tupel in R, viele Insert-Operationen. Diese Insert-Operation in der Hash-Tabelle ist irgendwas O von 1 typischerweise, also dieses ganze Ding irgendwie O von N. Ja? N ist Anzahl der Tupel in R. Alles gut. So, bei Probe genauso. Da machen Sie so viele Probe-Anfragen, wie Sie Tupel in S haben. Ja? Und dieses Ding ist typischerweise auch konstante Komplexität mal diesem N, was hier entsteht, auch wieder linear. Also zweimal linear ist gut.
Was so ein bisschen eine Unsicherheit ist, ist dieser Faktor. Also gerade wenn da große Mengen zurückkommen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Join-Prädikat, das ist so definiert. Wenn mein Join-Prädikat so definiert wäre, equals true. Ja, das würde ja bedeuten, dass der Join zwischen den beiden Relationen äquivalent ist mit einem Kreuzprodukt. Richtig? Ja, dann würden Sie hier lineare Komplexität haben zum Einfügen. Sie würden hier lineare Komplexität haben zum Proben. Aber hier kommt jedes Mal ein Zwischenergebnis raus, was ganz R entspricht, weil jedes Tupel aus S mit jedem Tupel aus R ja matcht. Und das heißt, Sie bilden hier jeweils das Kreuzprodukt von einem Tupel aus S mit der ganzen Relation R. Ja, und das machen Sie so oft, wie Sie Tupel in S haben. Halleluja, quadratische Komplexität. Ja? Also wenn der Join diese Komplexität hat, hilft Ihnen der Hash-Join-Algorithmus auch nicht. Das ist dann halt, ja, es ist immer beschränkt, der Aufwand für einen Join-Algorithmus ist immer beschränkt durch die Größe des Join-Ergebnisses. Wenn das Join-Ergebnis schon auf der logischen Ebene quadratisch aufgeblasen wird, dann hat der Join-Algorithmus, der das berechnet, auch die quadratische Komplexität. Da kann man nichts machen. Ja, so ist es halt. Aber das ist eigentlich, also insbesondere lang Fremdschlüsselbeziehungen passiert das einfach nicht. Genau. So, das ist der Hash-Join-Algorithmus. Jetzt kann man sich, so ein paar Sachen davon habe ich jetzt schon erwähnt, jetzt kann man sich ja natürlich dafür ein Kostenmodell bauen. Also ich will mir überlegen, was kostet mich denn das? Und eine ganz einfache Art, das zu bauen, ist das folgende Kostenmodell hier. Gesamtlaufzeit, ich sage, okay, ich habe hier lineare Kosten. Also für jedes Tupel aus R habe ich konstante Kosten, um das Ding in die Hash-Tabelle einzufügen. Für jedes Tupel aus S habe ich konstante Kosten, um das zu proben. Und ich habe diesen Kram im Kreuzprodukt hier mal weggelassen, das zu vereinfachen. Also lineare Kosten zweimal. Die genauen Werte von C1 und C2, die könnte man jetzt irgendwie messen. Also es hängt von Sachen ab wie Füllgrad der Hashmap, Art der Hashmap, Datenverteilung. Wie gesagt, wir haben das mal in einem Papier angeguckt, wenn Sie das interessiert. Siebendimensionale Analyse von Hashmaps. Also da kann man ziemlich viel gewinnen, wenn man es richtig macht. Aber das lassen wir alles weg. Aber was jetzt wichtig ist, sind also folgende Überlegungen. Wenn C1 und C2 ähnlich groß sind, dann macht es keinen Unterschied, ob sie so rum joinen oder so rum. Dann ist das Ding symmetrisch. Ja, sehen das alle. Wenn C1 gleich C2 ist, dann ist es egal, ob sie hier R reinpacken und da S oder ob sie hier S reinpacken und da R. Kommt das Gleiche raus. Ja? Also weil wenn C1 und C2 sehr ähnlich sind, keinen großen Unterschied, dann ist das Ding symmetrisch, aber die müssen nicht symmetrisch sein. Das heißt, diese Funktion liefert unterschiedliche Kosten, je nachdem, ob ich über R die Hash-Tabelle baue und S dagegen probe oder über S die Hash-Tabelle baue und R dagegen probe. Das ist also ein Unterschied. Genau, diesen Punkt lasse ich mal weg da unten, da kommen wir gleich noch drauf zu. Also, was heißt das jetzt? Wenn wir jetzt, gucken wir mal ein anderes Kostenmodell an, Hauptspeicher. Wir betrachten mal nur für diesen Hash-Join, ja, wie viel Hauptspeicher muss ich denn dafür verballern? Vielleicht gucken wir nach, das Sinn nochmal zum Algorithmus zurückzugehen. Was wird denn hier im Hauptspeicher gehalten? Also hier baue ich eine Hash-Tabelle über R. Was mache ich denn hier? Hier probe ich die Tupel einzeln. Jedes Tupel wird einzeln geprobt mit R. Ein Tupel, das kann ich vernachlässigen, interessiert nicht. Dann kommt dieses Kram mit dem Ergebnis hinzufügen. Also ich könnte durchaus argumentieren, dass ich hier diese ganze Ergebnisrelation im Hauptspeicher halte. Aber wenn ich das irgendwie geeignet streame und direkt weitergebe, heißt das eigentlich, dass ich hier kaum Aufwand habe für Hauptspeicher. Ja, sobald Sie das hier berechnen, können Sie das algorithmisch so bauen, dass Sie es sofort weitergeben zum nächsten Operator oder zum, wer auch immer die Ergebnisse dieses Joins bekommt. Ja, also eigentlich habe ich nur die Kosten hier für Hauptspeicher. Sehen das alle? Ja? Hash-Tabelle über die linke Eingabe bauen. Das ist den Aufwand, den ich habe im Hauptspeicher. An dieser Stelle. Genau. So. Und wenn ich mir darüber, deswegen kann ich mir, wenn ich ein Kostenmodell mache, was nur den Hauptspeicher anguckt, kommt hier nur R vor. Nicht mehr S. Ja, hier habe ich jetzt neue Konstanten gewählt, die irgendwie ausdrücken, wie viel Speicher ich verbrauche. Also C3 könnte der Overhead sein für die Hashmap und C4 repräsentiert irgendwie die Größe eines Tupels. Je breiter das Tupel ist, desto mehr Attribute drin sind,
desto mehr Hauptspeicher. Ja, denken Sie an der Stelle vielleicht an den Projection Pushdown. Also an so einer Stelle macht es beim Hauptspeicher Sinn, dass ich vielleicht das Tupel schon ein bisschen schmaler gemacht habe, Attribute weggeschmissen habe, weil das verballert hier keinen Hauptspeicher. Wenn ich es nicht gemacht habe und ich nehme das ganze Tupel, was weiß ich nicht, 500 Attribute hat, dann mülle ich mir an dieser Stelle den Hauptspeicher zu. Also da sehen Sie schon, hier gibt es einen Sinn. Deswegen macht es schon an so einer Stelle Sinn, ich muss wieder auf das Ding drücken, an so einer Stelle Sinn, Attribute früh wegzuschmeißen. Also, wir haben nur die Kosten bezogen auf die Eingaberelation R. S spielt keine Rolle. Und was ganz wichtig ist, ist das hier. Unter diesem Kostenmodell ist es immer günstiger, die kleinere Relation nach links zu packen. Ja? Sie bauen die Hash-Tabelle über die kleine Relation, weil sie dann weniger Hauptspeicher verballern. Also das wird auch oft vergessen. Sie wollen 1 Terabyte joinen mit 2 Megabyte. Oh, ich habe keinen Terabyte Hauptspeicher zum Joinen. Alles Quatsch. Sie bauen die Relation über die 2 Megabyte und lassen die Terabyte dagegen laufen. Sie müssen von dieser Terabyte-Relation nichts im Hauptspeicher dauerhaft halten, immer nur ein Tupel, ne? Und das Zwischenergebnis dann weitergeben. Ja, das heißt insbesondere beim Hash-Join, wenn eine der Relationen in den Hauptspeicher passt, in der Hash-Tabelle, können Sie den Join berechnen. Selbst wenn die zweite Relation, die rechte Relation, beliebig groß ist, Sie können das im Hauptspeicher berechnen. Das funktioniert. Ganz wichtig bei diesem Join. Aber wichtig für unsere Diskussion hier ist, die Kosten sind nicht symmetrisch. Ja, es macht einen Unterschied, ob ich über R oder S die Hash-Tabelle baue. Genau. So, und das heißt das jetzt für das Kostenmodell Hauptspeicher. Wenn wir nochmal die 4 Pläne angucken, da sehen wir auf einmal unterschiedliche Kosten. Also ich habe jetzt hier mal dran geschrieben in dieser Box, wie viel Tupel in die Hash-Tabelle gepackt werden müssen. In diesem Join, wenn das ein Hash-Join ist, müssen 1 Million Tupel in die Hash-Tabelle gepackt werden. Dieser Join produziert Zwischenergebnisse, nämlich 1000, und diese 1000 Tupel müssen wieder hier in die Hash-Tabelle gepackt werden. Ja? Das kann ich mir jetzt für alle 4 Fälle angucken. Und da sehe ich, dass diese Pläne, die rechtstiefe Bäume machen, da habe ich immer, muss ich mir 2 Hash-Tabellen halten. Ja? Eine mit 1 Million Tupel von S und eine mit 1 Million Tupel von T, in beiden Fällen. Also ich habe hier insgesamt 2 Millionen Tupel in den Hash-Tabellen. Versus hier links habe ich immer nur 1 Million plus diese 1000. Also bezogen auf Hauptspeicher kann man klar sagen, diese Spalte ist viel besser als diese hier. Ja? Unter dem anderen Kostenmodell. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, Sie können nicht einfach sagen, das ist zum Beispiel, das ist so ein Standard in der Informatik. Ja? Jemand sagt, das ist optimal. Dann müssen Sie entwickeln, wenn ich Sie nachts wecke. Das ist optimal, ja? Dann müssen Sie als Reflex entwickeln. Ja, bezogen auf was denn? Auf was bezogen ist es denn optimal? Das wird oft vergessen, da wird oft eine stille Annahme gemacht. Komplexität, Laufzeit, Hauptspeicher, Energieverbrauch, ich weiß es nicht. Ja, wenn das nicht klar ist und nicht ausgesprochen ist, immer fragen, bezogen auf was ist es denn optimal? Und das sind fette Annahmen, die gemacht werden, oft in diesen Berechnungen und gerne mal weggelassen werden. Lieber mal nachfragen. Also das hier ist bezogen auf die Kostenfunktion Hauptspeicher günstiger. Das ist günstiger als das hier, bezogen auf die Funktion Kosten. Also wenn ich die Kosten Hauptspeicher nehme, versus ich nehme die Kosten Zwischenergebnisse, dann ist das alles dasselbe. Das ist in diesem Kostenmodell, dieses Kostenmodell unterscheidet diese 4 Pläne nicht. So könnte man es auch formulieren bezüglich ihrer Kosten. Das andere Kostenmodell mit dem Hauptspeicher, das unterscheidet. Ja, das macht hier einen Unterschied. Ja. Deswegen macht es zum Beispiel extrem viel Sinn, dass ich verschiedene Kostenmodelle optimiere. Also ich könnte die Anzahl der Zwischenergebnisse plus Hauptspeicher irgendwie miteinander geeignet, gewichtet, verbandeln. Und dann hätte ich beide Aspekte berücksichtigt und könnte unterscheiden. Das ist eine Möglichkeit, wie man das macht. Also das hier zeigt genau das. Hier habe ich beide Kostenmodelle optimiert. Jetzt wird es relativ bunt. Also ich habe die Kanten nochmal eingemalt. Ja, hier kommen viele Tupel. Dicke rote Kante heißt viele Tupel. Und hier eine dicke rote Box heißt viele Tupel in der Hash-Tabelle der linken Eingabe. Also so kann man Kostenmodelle optimieren und dann entsprechend bezogen auf dieses Kostenmodell die besten Pläne finden.
Gut, hier habe ich es nochmal hingemalt. Also das ist das, was ich gerade auch schon gesagt habe. Sie nehmen jetzt ein neues kombiniertes Kostenmodell, zusammengesetzt aus diesen Hauptspeicherkosten und den Zwischenergebnissen. Und wie bei all solchen Formeln müssen Sie sich jetzt geeignete Konstanten ausdenken, die das gewichten. Ja, Gewichte, die sagen, nee, dieses Modell hier oben ist mir wichtiger als das hier unten und so weiter und so fort. Und dann müssen Sie natürlich auch berücksichtigen, dass das hier in einer anderen Währung passiert als das hier. Ja, also Sie können nicht einfach sagen, irgendwie 0,5 hier, 0,5 da. Das ist ja eine andere Währung hier. Ja, wenn Sie da in Bytes zum Beispiel messen, könnte das ja unter Umständen eine viel, viel größere Zahl sein als das hier. Also müssen Sie sich ein bisschen Gedanken machen, wie Sie das normalisieren. Jo. Gut, jetzt gucken wir nochmal ein bisschen zurück in die Realität. Abgleich von Modell und Realität. Und das macht eigentlich eine Kurve zu dem, was wir letztes Mal, glaube ich, noch weggelassen hatten. Ich glaube, wir machen das jetzt mal. Genau, und ich glaube, das passt ganz gut, wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe auf Foliensatz 5. Das haben wir letztes Mal weggelassen. Nochmal der Vollständigkeit halber, was sind denn Kostenmodelle? Also wir hatten jetzt Hauptspeicherverbrauch, wir hatten Anzahl der Zwischenergebnisse. Ich kann aber auch andere Kostenmodelle bauen. Ganz wichtiges Kostenmodell in der Big Data Welt sind I/O-Kosten. Ja, also wie oft muss ich auf irgendwelche Speichermedien zugreifen? Ja, sei es eine SSD, eine alte Festplatte, ein Tape Drive oder ein Remote-Netzwerk oder ein Rechner, der sonst wo steht. Und diese Kosten, warum macht dieses Kostenmodell Sinn? Weil diese Kosten meist die Gesamtlaufzeit dominieren. Das ist dann ein sogenannter Proxy. Kennen Sie den Begriff Proxy? Finde ich total coolen Begriff aus der Wissenschaftswelt. Kommt, also weiß nicht, wenn Sie mal. Beste Beispiel ist eigentlich Klimawissenschaftler. Die können nur bis 1850 oder so, 1860 oder keine Ahnung, haben die angefangen zu messen, die Temperaturen zu messen in Wetterstationen. Davor gibt es keine Messung. Gab es keine Messmöglichkeit, hat keiner gemessen. Wie ermittelt man, was die Temperatur davor war? Da gibt es sogenannte Proxies. Was ist ein Proxy? Sie bohren zum Beispiel einen Eiskern in der Arktis oder Antarktis. Da sind kleine Lufteinschlüsse drin. Und mit heutiger Technologie können Sie in diesen Lufteinschlüssen dann zum Beispiel einen CO2-Gehalt bestimmen. Ja? Und dadurch können Sie dann Proxies ermitteln, wie die Temperatur möglicherweise war. Oder über Baumringe, ist auch ein ganz berühmter Proxy. Sie gucken sich Bäume an, da gibt es Karten zu. Ja, der Baumring ist je dicker, je günstiger die Wachstumsbedingungen waren für diesen Baum. Und darüber können Sie auch Rückschlüsse machen, wie das Wetter war, wie viel es geregnet hat, wie die Sonne war. Das ist ein Proxy. Ist nicht so gut wie genau messen, aber besser als nichts. Ne? Und das heißt, da kann man dann noch, also viele tausend Jahre, ich weiß nicht, wie weit die Bäume zurückgehen, kann man dann nicht direkt messen, aber indirekt eine Idee bekommen, wie die Temperatur gewesen sein muss oder wie der CO2-Gehalt gewesen sein muss und so weiter und so fort. Genau, das hier ist auch ein Proxy, die I/O-Kosten, für die Gesamtlaufzeit. Gesamtlaufzeit kann man natürlich auch direkt machen, indem man misst mit einer Stoppuhr. Also man kann versuchen, ein Modell zu bauen, was diese Gesamtlaufzeit des Plans ermittelt. Das ist relativ schwierig und viel zu teuer, deswegen lässt man es meist weg. Was in den letzten Jahren wichtiger geworden ist, Energieverbrauch. Also gar nicht auf Performance zu optimieren, sondern wie viel Energie verbraucht mein Rechner für diesen Plan und ich nehme den, der am wenigsten Energie verbraucht. Das ist oft sehr, sehr stark korreliert mit der Gesamtlaufzeit. Also gibt es Unterschiede, aber eigentlich ist das sehr ähnlich. Hauptspeicher haben wir gehabt, genau. So, und um nochmal zu zeigen, was man dann machen kann, das sind sogenannte Picasso-Diagramme oder die ein bisschen dieses Problem visualisieren. Das ist hier, ich will es nur ganz kurz zeigen. Also was dieses Notebook, ich mach's mal schnell, ich glaube, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Was dieses Notebook zeigt, ist, ich habe diesen Plan und will jetzt überlegen, ob ich zuerst die Selektion über P mache und dann Q oder umgedreht. Also in welcher Reihenfolge mache ich das? Und ich habe verschiedene Kostenmodelle. Also ich habe verschiedene Möglichkeiten, die Pläne auszuführen. Und da gehe ich jetzt gar nicht im Detail durch. Also man kann scannen, man kann einen Index benutzen, wie ich es vorhin eingeführt habe.
und so weiter und so fort. Das kann man sich visualisieren lassen. Und wenn man das im Eindimensionalen visualisiert, dann kommen Sie immer auf das Problem, dass Sie, okay, Sie machen auf die Y-Achse, machen Sie die Kostenschätzung. Ja, das ist das, was die Kostenmodelle rauswerfen für verschiedene Pläne. Also wir haben jetzt hier vier verschiedene Möglichkeiten, diesen Plan zu evaluieren. Und was ich jetzt variiere auf der X-Achse, ist die Selektivität dieses Filterprädikats P. Ja, also hier 0,0 hochselektiv versus 1,0, alles wird selektiert. Und da sehen Sie schon diesen kuriosen Effekt, dass für diese Pläne, die einen Index benutzen, die werden sogar schlimmer als das einfache Scannen der Relation, was ich vorhin schon erwähnt habe. Das ist eine Eigenschaft der Maschine, eine Eigenschaft der Speicherhierarchie. Da gehen wir in der Database Systems Vorlesung stärker darauf ein. Es gibt wirklich einen Punkt, also man könnte einfach naiv erwarten, der Index kann nicht schlechter werden als der Scan. Doch, hier wird der Index, die blaue Linie, schlechter als der Scan. Also wenn Sie hier eine falsche Entscheidung treffen, haben Sie verloren. Und was ich eigentlich jetzt treffen will, was der Anfrageoptimierer treffen will in so einer Situation, ne? Ich kann mich für einen dieser vier Pläne entscheiden. Und hoffentlich weiß ich, was die Selektivität von P ist. Da kann ich ja eigentlich, wenn ich jetzt weiß, 0,4, dann muss ich diesen Plan nehmen, der hier die beste Laufzeit hat, also hier die blaue Kurve. Wenn ich hier weitergehe, bei diesen Selektivitäten sollte ich auf rot umschalten und hier sollte ich auf lila umschalten, ne? Also praktisch diesen Bereich, der von diesen ganzen Kurven hier dominiert wird, also diese Kurve, die hier entsteht durch lila, rot und blau, die muss ich finden. Wenn ich jetzt aber eine falsche Entscheidung treffe, kann es sein, dass ich komplett daneben liege. Also wenn ich hier jetzt mich für grün entscheide, obwohl die Selektivität sehr hoch ist, ja, also hier, weiß ich nicht, sind sie bei 0,0 irgendwas, und ich nehme aber den grünen Plan, ja, dann habe ich, wenn ich weiß nicht, 5, 6, 7 Mal langsamer, als ich es hätte sein können, ja, in der Realität. Das heißt, so kann man jetzt diesen Problemraum visualisieren, mit dem ich konfrontiert bin, sobald ich Kostenfunktionen habe. Ja? Also ich muss hier die vernünftige Entscheidung treffen, sonst kann ich daneben liegen. Genau, und das Problem, wie gesagt, ich habe ja nur eine Achse abgetragen, ein Parameter, der sich variieren kann, aber ich habe ja hier eben gezeigt, Moment, ich habe ja aber auch die Selektivität von Q, die würde ich ja auch gerne abtragen. Ja, wie mache ich denn das? Mache ich ein anderes Diagramm, wo auf der X-Achse Q ist? Nee, dann mache ich ein sogenanntes Picasso-Diagramm und das sieht so aus. Hier habe ich jetzt auf den Achsen die Parameter abgetragen, die ich variiere, in diesem Fall P, ja, die Selektivität von P, so wie eben auch. Aber auf Y stehen jetzt nicht die Kosten, sondern Q. Und die Farbe enkodiert, was ist für diese Kombination von X und Y der beste Plan. Welcher Plan hat die geringsten Kosten? Ja, die Diagramme heißen Picasso-Diagramme. Das ist ein sehr einfaches Beispiel. Und da kann man sehr schön sehen, in welchem Bereich welcher Plan am besten wäre. Hier entsteht so ein lustiges Rauschen. Ich glaube, das ist ein Rundungsfehler. Also das entsteht typischerweise, wenn die Pläne sehr nah aneinander sind. Ja? Muss man mal reingucken, warum das hier passiert. Typischerweise haben Sie so klar abgetrennte Bereiche, wo Sie sehen, aha, okay, in diesem Bereich, da treffe ich jetzt nämlich diesen Plan. Hier oben sehen Sie auch das, was man erwarten würde. Ne? Also in diesem Bereich, wo, also Sie können das jetzt wieder abbilden auf die andere Kurve. Ne? Wir hatten ja gerade gesehen, blau, rot und lila. Das ist ja das, was in der eindimensionalen Variante auch schon rauskam. Blau, rot und lila. Ja, diese Kurve sollte ich ja erwischen. Sowas Ähnliches sehen Sie jetzt auch im Zweidimensionalen. Ja, nur nochmal in unterschiedlichen Varianten. Also damit kann ich visualisieren, was eigentlich mein Entscheidungsraum ist unter einer Kostenfunktion, wenn ich bestimmte Parameter variiere. Ja, und das ist oft sehr hilfreich, um zu verstehen, ob ein System Fehler macht oder ob es keine Fehler macht. Genau, das wollte ich dazu mal erklärt haben, noch mal der Vollständigkeit halber. Und dann, weil wir eben gesagt haben, wir waren ja hier im Foliensatz, da habe ich eben gesagt, wo war das? Kostenmodell versus reale Kosten. Ja, Modell versus reale Kosten. Da würde ich nochmal kurz eine Schleife gern drehen, weil das immer wieder durcheinander geht, wenn man solche Überlegungen macht. Und das ist Modell versus Realität. Ja, einfach mal der Hinweis von mir, das wird leider oft durcheinander gebracht. Also Informatiker haben eine Tendenz dazu, andere wahrscheinlich auch. Ja, und das ist ganz wichtig. Also gibt es diesen berühmten Ausspruch, all models are wrong, but some are useful, von George Box.
der was einfach sagt, so ein Modell lässt immer Sachen weg aus der Realität, vereinfacht Sachen, modelliert es vielleicht auch falsch, aber trotzdem sind Modelle extrem sinnvoll. Ja, man muss nur halt immer wieder zurückgucken auf die Realität. Also niemals diese beiden Dinge verwechseln. Und insbesondere hier heißt das, gucken Sie doch mal, ob Ihr Modell überhaupt das modelliert, was Sie in der Realität abbilden wollen. Also am Anfang denkt man immer, hey, super geniales Modell, das macht genau das, was ich will. Und hinterher merkt man Diskrepanzen. Und dann muss man abgleichen. Ja? Also der Klassiker ist aus der Physik zum Beispiel Einstein, ja, wo man halt gemerkt hat, Anfang des 20. Jahrhunderts, irgendwas stimmt da nicht. Da ist Newton alles schön und gut. Aber wenn sich Objekte sehr schnell bewegen, Richtung Lichtgeschwindigkeit, da funktionieren die Modelle nicht mehr richtig. Das heißt, er hat das Newton'sche Modell erweitert um die Relativitätstheorie. Und da hat man halt nicht gesagt, nee, wir haben uns vermessen, ja, das ist halt, unser Modell ist richtig, sondern hat man die Modelle erweitert, präzisiert. Das passiert ständig in den Wissenschaften und das muss man ja auch machen. Genau, Modelle haben immer einen bestimmten Zweck, einen bestimmten Nutzen. Bei uns wollen wir halt Pläne auswählen. Bestimmte Dinge werden simplifiziert oder weggelassen. Und dieses Ding ist halt wichtig, ja? Dass man das nicht vergisst, da werden Sachen weggelassen. Das ist genau das Wesen von Abstraktion, der Denkprozess des Weglassens von Einzelheiten und des Überführens auf etwas Allgemeineres oder Einfacheres. Also statt mit dieser ganzen irren Komplexität in der Realität umzugehen, suche ich mir einfach ein paar Aspekte raus, nenne die Modell und darauf mache ich meine ganze Argumentation. Aber da muss man gucken, ob man nicht zu viel weggelassen hat. Genau, damit wechsle ich wieder auf diesen Foliensatz 6. Das benutzen wir nämlich jetzt, indem wir sagen, okay, jetzt gleichen wir doch mal, ich habe Ihnen gerade was in dem Modell gezeigt mit diesen Speicherkosten. Ich habe Ihnen gerade gesagt, dass man, wenn man diese Tabelle, ich gehe mal genau nach den Folien nachher, ja, dann sehen Sie das, ne? Ich muss es nicht nochmal ausholen. Ja, also wir haben gesagt, falls T von rechts dran gejoint wird, haben wir modelliert, dass dies keine zusätzlichen Speicherkosten für T verursacht. Ja, ich habe gesagt, wenn Sie hier von die Hash-Tabelle haben, Sie proben jeweils ein Tupel aus T, bilden das Kreuzprodukt und Zwischenergebnis und geben es sofort weiter nach oben. Das heißt, Sie können diese ganzen Speicherkosten, die Größe von T können Sie eigentlich komplett ignorieren, um die Kosten im Hauptspeicher für diesen Join zu berechnen. Ja, also das ist ein Epsilon, was da kommt. Und das kann man, und das machen wir jetzt, ich habe gesagt, gleichen Sie mal das Modell mit der Realität ab. Das machen wir jetzt. Also in beiden Fällen wird die rechte Eingabe des Joins als Parameter übergeben, also irgendwie durch den Hauptspeicher bewegt. Also wenn Sie mal in Python reingucken, wie wir das gemacht haben, da gibt es so eine Funktion Hash-Join, da gibt es diese Relation, die linke und die rechte, und da gibt es ein Join-Prädikat. Ja, und das ist die Frage, stimmt das mit unserem Modell überein? Und wenn man dann in den Code guckt, dann sieht man, sowas hier, das ist das hier, was hier in Rot eingemalt ist. Also hier wird an einer Stelle, was dieses Evaluate macht, ist, also das ist hier eine Implementierung eines hash-basierten Joins. Und was diese Implementierung in dieser Evaluate-Funktion macht, Evaluate berechnet ja das Ergebnis des Joins. Sie ruft Evaluate auf ihren Eingaben, auf der linken und auf der rechten Eingabe. Auf der linken Eingabe sagt sie, okay, liebe linke Eingabe, berechne mal dein Ergebnis und materialisiere es. Das wird hier komplett materialisiert übergeben. Das heißt, es wird im Hauptspeicher irgendwo, werden diese ganzen Tupel irgendwo hingespeichert. Und das passiert hier rechts auch. Hier werden also alle Tupel irgendwo hingespeichert. Das ist ein Konflikt zu dem Modell, was ich Ihnen gerade gesagt habe, ja, wo ich gesagt habe, nee, da muss man nichts zwischenspeichern. Die Implementierung macht es aber nicht. Ja, also das sind so typische Reibungspunkte, wo man gucken kann, hey, also gerade wenn Sie dann bei Ergebnissen sehen, also da gibt es doch Pläne, sind viel besser, ich habe doch mein Modell gemacht, mein Modell sagt doch so und so und unter dem Modell habe ich einen optimalen Plan, der Praktikant hat aber einen Plan gefunden, der viel schneller ist, obwohl ich da Jahre studiert habe und jetzt mit den ganzen Modellen modelliert habe und diesen riesentollen Plan, kommt der Praktikant um die Ecke und hat einen Plan, der dreimal schneller ist. Was ist denn da schiefgegangen? Ja, also da bitte Modell und Realität abgleichen. Das wollte ich Ihnen nochmal zeigen. Also es kann man, gibt es verschiedene Techniken, wie man das macht. Also es ist irgendeine Form von Pipelining und Streaming. Gucken wir auch in der Database Systems Stammvorlesung. Gehen wir im Detail darauf ein. Das ist eine riesenlange Geschichte. Gut.
Also wir haben ja nochmal die beiden Optionen, was ich hier machen kann. Ich kann das Modell ändern. Ja, ich passe das Modell an, das neue Modell. Das wäre die eine Option. Also ich sage jetzt, okay, scheinbar macht meine Implementierung das nicht. Die Implementierung materialisiert das ganze Zeugs. Das heißt, ich müsste hier jetzt noch dieses Modell erweitern, dass ich sage, das ist mein altes Modell hier oben und ich baue mir jetzt ein neues Modell mit dem kompletten Hauptspeicher, was eine Kombination ist aus dem alten Modell, wo ja nur die Relation R reingeht und die Relation S. Ja, dann hätte ich das Modell gefixt, das Modell wäre wieder näher an der Realität. Das ist die Option 1. Die andere Option ist natürlich zu sagen, ach nee, ich ändere doch die Realität. Ja, also ich könnte die Eingabe entsprechend, also ich könnte den Python-Code entsprechend modifizieren, dass da nichts mehr materialisiert wird. Das ist natürlich vielleicht ein bisschen schwieriger, je nach Code. Warte mal, muss man ein bisschen gucken, wie der Plan ist für heute wegen der Zeit. Kommen wir noch hin? Nee, das können wir heute nicht mal alles machen, keine Chance. Das machen wir noch. Also ich kann mir Situationen überlegen, wo ich Sachen materialisiere und wo ich sie nicht materialisiere. Und da kann man sich jetzt verschiedene Operatoren angucken, wo die Gelegenheit ist, Sachen sofort weiterzugeben oder wo man sie wirklich aufsammeln muss. Ja, wirklich aufsammeln, linke Eingabe, Hash-Tabelle. Rechts muss ich nicht aufsammeln, kann ich einfach da vorbeilaufen lassen an der Hash-Tabelle. Das Gleiche passiert bei Selektion und Projektion. Ja, wenn ich ein Tupel bei der Selektion, da kann ich für jedes Tupel unabhängig entscheiden, ob es Teil des Ergebnisses ist oder nicht. Ich muss nicht alle anderen Tupel angucken. Das ist völlig unabhängig davon. Ich kann für jedes Tupel allein entscheiden. So ist die Selektion dann definiert. Ein Prädikat bezieht sich ja auf ein Tupel der Eingaberelation. Das heißt, ich kann es völlig unabhängig entscheiden. Ja, was auch dann klar macht, ich könnte da auch hochparallel das entscheiden und durchfiltern. Bei der Projektion genauso. Ich kann jedes Tupel unabhängig projizieren. Ich muss da nicht irgendwie alle anderen kennen. Das ist Quatsch. Also es ist pro Tupel kann ich diese Entscheidung hier treffen. Aber es gibt jetzt logische Operationen, die kann ich nicht entscheiden, ohne alle Tupel gesehen zu haben. Also da hängt das Ergebnis ab von dem, was die anderen Tupel für Werte haben. Ein Beispiel ist Max. Ja? Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Menge von Tupeln und Sie wollen wissen, was ist denn das Maximum bezogen auf irgendein Attribut. Ne? Also wie war das? Das ist eine Aggregatfunktion. Ne? Also irgendwas mit, muss kein Group By sein, aber irgendwo steht dann oben, ich will das Maximum haben über diese Spalte meinetwegen. Da muss ich zwar jedes Tupel anschauen, um entscheiden zu können, was das Maximum ist. Allerdings brauche ich auch da nicht alle Tupel zwischenzuspeichern. Ja, denken Sie wieder an den Fall, Sie haben eine Terabyte-Relation, Sie wollen wissen, was ist das Maximum. Okay, Sie nehmen das erste Tupel, 42, okay, behalte ich. Das nächste Tupel, 43, wegschmeißen, 44, wegschmeißen, 17, okay, ersetzen. Ich behalte nur noch die 17 und so weiter und so fort. Ja, Sie müssen ja immer nur das aktuelle Maximum, das laufende Maximum, was Sie bisher gesehen haben, sich behalten, den ganzen Rest können Sie wegschmeißen. Also auch da gibt es keinen Grund, irgendwas zu materialisieren durch so einen Aufruf, wie wir ihn hier gesehen haben an dieser Stelle. Also es hängt sehr stark von der Operation ab, ob das hier einen Overhead erzeugt oder auch nicht. Genau, und wie das funktioniert und was das für Effekte noch macht bei der Anfrageverarbeitung, das gucken wir nächste Woche an. Schon mal, ich glaube, nächste Woche sind wir in einem völlig anderen Hörsaal irgendwo oder JWD. Gucken Sie nochmal im Kalender, wir schreiben, glaube ich, auch nochmal eine News. Ansonsten bis nächste Woche, machen Sie es gut.